Er war der 18. Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Von 1998 bis 2005 prägte der in Amerika geborene Schwede Herbert Blomstedt das Gewandhausorchester. Heute ist er Ehrendirigent des Orchesters und spielt regelmäßig mit den Musikern in Leipzig oder auf Tournee. Man kennt sich noch, wobei auch viele neue Kollegen natürlich dabei sind. Aber man kennt sich, er weiß, wie er das Orchester ansprechen muss. Die Musiker wissen, was er von ihnen möchte. Das macht die Arbeit natürlich sehr leicht. In Kürze etwas über die Tradition des Gewandhausorchesters zu sagen, ist schwierig, weil die Tradition ist so groß. Allein, dass das Gewandhausorchester nicht nur ein symphonisches Orchester ist, 1743 städtisch, bürgerlich gegründet, also kein höfisches Orchester, sondern vom Bürgertum gegründet, das ist etwas Besonderes. Und hat halt zusätzlich die Spielstätten Oper und Thomaskirche auch noch. Wir arbeiten jede Woche mit den Thomalern zusammen, die wiederum eine Tradition von 800 Jahren haben, was dann zeigt, wie die Musiktradition in Leipzig ist. Herbert Blomstedt schätzt das Repertoire, die Präzision und die Klangfarbe des Gewandhausorchesters. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner, Mahler. Dass sie ihre Stammrepertoire. Wir spielen auch ältere Musik, noch ältere Musik, wir spielen auch sehr neue Musik. Aber das ist mehr so Akzente, Gewürze. Und das Hauptgericht ist die Musik des 19. Jahrhunderts. Das schafft auch diesen besonderen Klang, dass das Orchester hat. Und die auch pflegen, da muss man pflegen, das kann leicht verloren gehen. Ein sehr weicher, tiefer, etwas dunkler Klang, der sehr wandlungsfähig ist. Und auch in den leisesten Pianissimo trägt und im Fortissimo nie scharf wird, sondern immer rund. Und es ist, als ob der Klang, man wird umgeben von dem Klang, wie eine Umarmung. Nicht wie ein Schlag von einem Boxer. Das Mozart-Konzert ist ja ein Prachtbeispiel von klassisch schöner Musikstück. In drei Sätze. Mozart hat 5 Violinkonzerte geschrieben, in kürzester Zeit. Der war auch ein guter Geiger. Vor allem war er Pianist, aber er spielte auch gut Geige. Also klassischer und mehr abgeklärt und schöner geht's nicht. Ja, ich bin einerseits etwas traurig, dass die Tournee vorbei ist, aber ich bin sehr glücklich, dass wir diese wunderbare Zeit zusammen hatten mit dem Orchester, mit Herrn Blomstedt. Da spürt man einfach so eine herzliche Energie in dem ganzen Orchester und Herr Blomstedt ist eben auch so, hat so eine warme Ausstrahlung und man erlebt das selten, dass man nach jedem Konzert eigentlich mit so einem erfüllten Gefühl dann wieder hinter die Bühne geht. Das kann oft sehr anders sein. Eine gute Atmosphäre beim Musizieren ist für Herbert Blomstedt sehr wichtig. Und als gläubiger Christ meint er, gerade in Leipzig auf besonders viel Gleichgesinnte zu treffen. In Leipzig ist das ganz auffallend.
Viele Mitglieder im Orchester sind Christen. Das hat vielleicht mit der Präsenz von Bach zu tun. Das Orchester, Gewandhausorchester, spielt ja jeden Sonntag mit in der Bach-Kantate in der Thomaskirche, Bachs originale Wirkungsstätte. Und auch wenn die jungen Musiker nicht alle prädestiniert sind für den christlichen Glauben, kann man so ein Leben nicht führen, ohne dass etwas hineindrängt in dem Gehirn und in dem Herzen. Und das spürt man auch in ihrem Spiel. Die sind nachdenklicher, ernster als der Normalmusiker in Deutschland. Und wie gesagt, sehr viele bekennende Christen. Und ich habe nie von meinen Musikern so oft Gottes Segen gewünscht gehört, als von denen in Leipzig.